So, okay. Holt mir noch den letzten Alligator hier vorne. Wenn ich den finde. Da ist er. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich mir die Stöcker, die, was sie ja nur sind, irgendwie, aber obwohl die haben vorne noch so eine Klinge dran, nicht einfach mitnehmen kann. Würde ich gut finden. So, krack's ja nochmal hoch. Das kann ich mal so schön hier. Ah, guck mal, wir haben eine Taschenlampe. Hatten wir die vorher auch schon? Ja doch, hatten wir auch schon. Im Haus hatten wir auch schon. So, was haben wir hier? Metallschrott. Was können wir denn schön mit dem Metallschrott machen? Ein Haufen verschiedenem Altmetall. Kann er eigentlich verwendet werden. Super. Nehmen wir einfach mal ein bisschen Schrott mit. Geile Kiste. Weil wir haben ja unendlich Platz im Inventar. Toll. So, was haben wir denn hier schönes? Ach, schön. Geht mal, wir sind hier auf dem... Nein, entspann nicht. Wir sind auf den Raddampfer. Wieso ja nicht erkannt, das Ding, ey. Aber ja. Die Queen Mary. So, wo sind denn die Roulette-Tische? Ja? Ein Ast. Ah, okay, alles klar. Ich denke, wir können... Alles klar. Schrott und Ast macht Wurfspeer. Jetzt wird's ja mal spannend. Der Typ hat ein Schild. Oh, okay, alles klar. So. Schöne Klopfoten. Das ist auch so ein Ding, was ich nicht verstehe. Dieser Teilprinzip bei Resident Evil. Egal welcher Teil, ob es jetzt nur grüne Kräuter sind oder einfach da irgendeine Plempe, die er sich hier so irgendwie... Was soll das? Also... Das ist doch irgendwie... Naja. Da nehmen wir erstmal nochmal einen 100-Füßler. Einfach mal so ein Snack für zwischendurch. Ein bisschen Proteine. Das kommt gut. Das bringt dich nach vorne. Bumsfalderer. Und als wenn wir bei Resident Evil nicht schon genug auf alten Schiffen umgeguckt sind. Krass, der mit dem Schild ist wirklich ein bisschen unübersichtlich, irgendwie. Nadel. Dadurch, dass ich noch nicht wirklich gerafft habe, wie sein, wie diese Schlagroutinen von ihm sind, irgendwie. Das muss die Medizin sein. Na, komm mal, mein Kleiner. Ah, shit. Ich dachte, er bleibt irgendwie noch an der Ecke hängen. Aber halt, meinte ich, ne, mit diesen Viechern, die sind zwar schwach, aber dafür sind sie schnell und wirklich, wirklich wendig. Opferpuppe. So, okay. Kommen wir denn hier runter? Hm? Ist hier hinten lang? Aha. Das ist doch.
Mal gucken, ob es auch mit den Großen, mit den Klauen geht. Ob die sich auch so austricksen lassen. Boah, Alter, hier muss da alle 3 Meter muss hier eigentlich theoretisch eine Tetanus-Impfung geben. So, jetzt sind wir, glaube ich, bei 4%, ne? Ne, 5%. 5% mehr. Okay, hier kann man rein. Ich würde mir ansonsten ganz gerne hier vorne nochmal angucken, wie es hier aussieht. Und ob hier mal was hin. Jetzt machen wir uns mal einen Spaß. Okay, das geht leider nicht. Nur offene, entzündete Pfoten haben, ey, wenn er auf so was einprügelt. Hier. Okay, jetzt auch nochmal runter. Eine Arznei, so, haben wir noch was zum Lesen hier bestimmt. Nee, doch nicht. Ah, hier war noch Ifi. Alles klar, na gut. Wenn er dir schon sagt, speichern, dann speichere auf. Bitte, jetzt lass mal Fred Feuerstein hier ran. Was? Ich muss Impfstoff sein. Ach, komm schon! Genau, da vorne bringt's. Alter, komm, krieg dich ein! Es hat funktioniert, wirklich? Es hat funktioniert? Endlich! So. Mal ordentlich bearbeiten, mein Freundchen. Nein. Kannst mich mal. Du hast ein Teil, mein Freund. Magst du das? Okay, alles klar. 2 Schläge hintereinander. Finisher!
Oh. Okay, okay, krasser Typ. Krasser Typ. Krasser Typ, Alter. Ich komme zu dir, sorry. Hände wie Klopfoten, aber krasser Typ. Einfach mal krasser Typ. Flusskrebs, schön. Ah, überall, da war, überall war der Kantenmaler und hat nochmal ein bisschen die Items, die lootbaren Sachen ein bisschen ummalt. So, ich glaube aber nicht, dass das jetzt schon war. Das irgendwie... Enttäuscht. So. I. Meine Kleine. Mach zu, Brett hier. Sorry, ich hab die Medizin. Du wirst schon wieder. Ach komm. Nein! Sorry! Mist. Echt jetzt? Na dann renn ins Boot und hinterher, Alter. Zoe! Wo bist du, Mädchen? Sind die hin? Tut er nicht. Ach, gib mal! Hey! Lass meine Familie in Ruhe, Arschloch! Gibt ein ganz mieses Gefühl. Was? Was? Oh, jetzt bist du dran. Oh ey, muss ich jetzt hier wirklich echt durch den Sumpf warten? Hm, ach nicht doch. Oh ey, Alter, wie das aussieht hier. Ich würde gerne mal campen. Muss erfahren sein. Jo. Na, ganz schau. Ah, höre sie doch schon wieder. Höre sie doch schon wieder. So, erstmal Zeit für eine Schnacke. Also schön Engerling uns reinverhelfen. So, okay. Ein schönes Boot. Haben wir eigentlich noch Wurfspeere? Dann haben wir 4 Stück. Alter. Geil. Ah, Stofftier. Großartig. Das ist Humor. Na? Schnappi? Das ist nicht Schnappi. Ist noch so einer? So. Okay, hier haben wir noch einen Wurfspeer, den nehmen wir natürlich mit. So, gucken wir mal, was im Kühlschrank hier ist. Was das Schöne gibt. Scheinbar nicht. Ich dachte, das ist noch ein bisschen Auflauf von gestern. Hm, naja. Mikrowelle? Die ist. Auflauf ist immer Mikrowelle. Hör mal. Das wollen wir euch erzählen. Der Flusskrebs. Oh, hallo, Flusskrebs. Komm, ich nehme dich mit. Ja. Alles klar, Alter. Das ist ja mal auf jeden Fall ein etwas. Mal ein bisschen größeres Areal. Nee. So, können wir uns mal entscheiden? Okay, ein bisschen aufgerichtet wie. So, wenn ich jetzt wirklich von Insel zu Insel hoppe. Naja, machen wir das einfach mal, was soll passieren, ne? Ah.
Wupp. Ach, normale, ja, so ein Scheiß nur. So, da drüben liegt noch Metallschrott, wie ich das sehe. Die Frage ist, liegt da noch mehr außer Metallschrott? Weil wenn ich jetzt hier einen Wurfspeer dafür opfere, kann ich mir dann zwar da drüben ihn bauen, aber ja, das ist alles so eine Plus-Minus-Rechnung hier. Na komm. Der Vollständigkeit halber. Na, kommst du? So, schön wäre nochmal so eine Pippi. Der nächste Friemel hier. So. Made. Ich habe keinen Ast mehr. Das ist aber blöd. Das ist man jetzt aber doof. So, ich habe noch einen Stock. Hm. Okay, man könnte jetzt versuchen. Ich gehe einfach mal hier rüber. Kommt einer, kommt einer. Und dann nicht. Probieren wir das nochmal. Ach, guck mal hier. Hallo. So, grundsätzlich wäre auch mal die Frage, wie viel Power haben die, wenn die zubeißen? Die vorhin haben so mich mal einmal kurz bekommen. Aber da kann jetzt auch... Also, machen die so Instant-Kills? Können die sowas? Ein Ast. Ein verkackter Ast, Alter. Okay. Das, Mann. Bitte, geh mal doch mal hoch hier. Ach, was ist denn das hier? Gott, wer baut denn so was? Auf hier! Hallo? Eine Pfahlbombe. Was ist denn das für ein abgedrehter Scheiß? Ja, ich denke, wahrscheinlich werden hier Brücken zusammenbrechen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Brücken hier zusammenbrechen werden und man jetzt hier ständig bei den Leitern hochklettern muss. Oh, das ist ja mal nervig. 100 pro. Pass auf und... Oh, nee, doch nicht. Gib mal. Okay, alles klar. Da haben wir nochmal Glück gehabt. In your face, my friend. Oh, halt. So, mal. Nein, das hätte jetzt mal vielleicht nicht passieren sollen unbedingt. Okay, gut. Ah, shit. Da bin ich gerade in eine sehr ungünstige Position geraten. Gehen wir nochmal hin. Bam. Okay, cool, cool. Ey, Stöcker, ich finde die Stöcker, das darf nicht wahr sein, Alter. Stöcker. So, und wieder einmal basteln wir ein bisschen. Willkommen bei Let's Basteln. Übrigens ein toller Kanal, wie ich finde, irgendwie. Ich weiß nicht, ob es unter euch Leute gibt, die halt auch gerne irgendwie ein bisschen was bauen und basteln, irgendwie. Ich tut und ich mag den Truppe. Oh,
So. Schalalala. So, könnt ihr jetzt hier eigentlich runterhüpfen? Und ich mal tue. Und siehe da, ich höre sie doch. Okay, Predator haben wir auch hier. Was war denn das? Was war denn das? Der Kleine war gerade original wie ein Predator. Okay, keep the fuck on running. So, okay. So, das war ein hoffentlich recht guter Deal. Und eine Boxerpuppe. Das ist doch, war auf jeden Fall ein Abschicht wert, diese kleine Insel. So, jetzt werden wir mal zusehen, dass wir hier schnell rüberkommen. Krass. Das klingt einfach krass. So. Okay. Die finde ich einfach nicht gut. Damn. Kopf ab. So, blutig doch hier schon wieder. Wie abgestochenes Schwein. Okay. Zups. Eine Boxerpuppe. Also muss ja hier der Prügelhannes vom Herrn sein, Alter. Los. Okay. Okay, wir haben ihn, glaube ich. So, weg mit dem. Game fertig bin. Und wir können mir, glaube ich, eine neue Maus kaufen. Und jetzt backen die mich. Wunderbar. Zack, zack. Zwei Speere, die nehmen wir uns mit. Da ja, werden wir jetzt wahrscheinlich gleich wieder. Hallo, hier bin ich, der Uli. Ich würde gerne springen, aber der tut er nicht. Er fällt einfach runter wie sein nasser Sack, Alter. Bitte, Fliege. Ich doch, da hinten ist nochmal so eine Mega-Prügelpuppe. Hm. Na komm. Put, put, put. Zwei, zwei, zwei. Okay, hier vorne sind auch noch Sperre. Ach, diese kleinen Wichser. Und, kommst du? Krass. Mach, also zu. Der hat mich jetzt recht heftig erwischt. Möchte ich mal meinen. Was? Wo kommst denn du her? So, wäre dir wirklich dankbar, wenn du schnell sterben würdest. Danke. Oder einfach runterfallen würdest. Das wäre auch cool von dir. Nein. Ja, mein Quatsch. Materialisieren sich komplett gerade auf dem Stieg. So, eigentlich nichts ist. Ist doch Quatsch. Ist doch Quatsch.
Hundertfüßler. Püppelkin. Safekin. So, dann gucken wir mal weiter hier. Ja. Friedhof, komm, echt. Wirklich? Oh nein. Oh, okay. Na dann? Let's dance of the graveyard. So, hier wird's von diesen Moldern nur so wimmeln. Gehen wir mal weiter. Aus dem Weg, Fettsack! Fettsack ist fies, Alter. Fettsack ist fies. Das ist ja nicht geil. Alter, echt jetzt? Okay, also... Der Fettsack war auch noch ganz machbar. Wenn du nah dran bleibst, ne? Und wenn da nicht noch zwei, drei andere Roller. Mach doch einer Dau, Alter, ey. Das ist so. Mann, das merkt doch jede Sau, dass da einer kommt. Das ist auch nicht der Typ für Finesse. Oha, das. Endboss Baby, Alter. Endboss Baby. Jetzt geht doch, komm. It's a trap. Ach, und hier war auch schon wieder dieser tolle Kunst. Dieser tolle Künstler und macht schon wieder aus Pferde. Verdammte Sakrileg. Ja. Jake, was zum Teufel? Fadern! Kick mal! Et ich fadern! Oh, echt, ja? Oh, in den Sarg gepackt? Verdammt, Jay! Erkennst du deinen Bruder nicht mehr? Nicht dein Ernst, nicht. Oder? Fass ihn nicht an! Jake! Lass mich hier gefälligst raus! Familie! Wie kannst du mir sowas antun? Lass mich gefälligst raus, Jake! Scheiße. Ach du Scheiße. Jackie Boy, was ist nur passiert? Ja. Alter, wie viel Särge hat er hier rüber geschickt? Okay. Und Umbrella ist hier. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Angriff von einer unbekannten Biowaffe. Baker House Camp wird angegriffen. Muss dasselbe Ding wie bei der Basis sein. Was zur Basis? Er stirbt nicht! Rückzug! Rückzug! Da bist du ja, du dreckiges Schwein. Na dann mal los. Oh Mann, Alter. Krass, kommen wir zum Anwesen? Oh. Okay. Oh, 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 Alter, was ist das denn? Was? Was zur Hölle ist das? Eines ihrer Spielzeuge?
Also schon sehr maßig schnell, dass den Typen irgendwie. Einsatzbereit. Na ja, dann machen wir doch mal. Jetzt haben wir einen Hulkbuster. Okay, alles klar. Nice. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Na, Freunde? Laden. Vollständig geladen. Laden. Verdammt. Vollständig geladen. Alter. Geiler Shit. Laden. Vollständig geladen. Genau das, was ich brauche, um Jack endlich auszuschalten. Ja, da kannst du aber sicher sein. Hoffentlich. So, Kantenkleber war da. Ach geil, wir sind wieder am Anwesen. Wie cool. Coole Mucke. Oh, wie schön. So, Rebecca. Vierte Klasse. Aus Knete. Schön, schön. Du willst knirschen? Na, nochmal hier ein kleines Schattenrätsel. Ah, hier pflücken wir uns noch ein bisschen Unkraut ab. Köstlich. Wir sind doch kein Kostverächter, aber. Nehmen wir alles mit, aber werden wir ja. Bitte muss gut klopfen. Ey, Alter, wären die Mole doch immer nur so easy gewesen. Ach, werdet ein Spaziergang. Alter, die haben aber auch hier schön. Ein bisschen was am Start, wa? Irgendwie, Jungs. Vollständig geladen. Alter. Also in die Mole sind wir auf jeden Fall richtig OP gerade. Aber du, ich war beschwägt mich, ich denke nicht. Ja? So. Und? Vollständig geladen. Krass. Fett mit einem Schlag. Das ist üble Kiste. Nochmal eine Champignon-Puppe. Geiler Shit. Die Musik ist auch echt catchy irgendwie. Und aus ist es. Toll. Und aus ist es. Ist doch. Ah, okay. Kumpel? Das ist bestimmt im Wohnwagen. Ach, guck mal. Ach, guck mal hier. Hör mal. Verdammt. Was ist hier passiert? Ja, die haben so fertig gemacht, ey. Da gibt's mal nix. Krass. Verlorenes. Was? Was hab ich denn verloren? Wir haben die Gewebeproben analysiert, von denen wir annehmen, dass sie von Jack Baker stammen. Die Zellen zeigen eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen physische und chemische Schäden. Das Serienmutamycet sondert ein Telomerase-ähnliches Enzym durch die Zellwand ab, wodurch eine anormale Aktivierung der ERK-Wegs ausgelöst wird.
die eine Zellspaltung erzwingen. Ah, und so beschädigtes Gewebe regenerieren. Ja, das kennen wir ja von Jack, ne? Jedoch führt die wiederholte Zellteilung rasch zu einer Auflösung der interzellularen Struktur, was zu dem verschlammenden, schlackeähnlichen Effekt führt, den wir in den gesammelten Proben beobachten konnten. Unsere Arbeitshypothese schreibt dies einem Erreichen der High-Flick-Grenze zu. Man beachte auch, dass die Proben von anderen Familienmitgliedern, die Frau Margaret, der Sohn Lucas und die Tochter Zoe, nicht dieselben extrem regenerativen Eigenschaften aufweisen. Die Symptome unterscheiden sich womöglich von Person zu Person. Weitere Forschung ist vonnöten. Ja. So, Krebs. Guck mal her, Krebs. So, Produktbezeichnung. AMG 78. Das Produkt wurde entwickelt, um den Transport von schweren Geräten und Vorinsekten zu erleichtern. Wenn angelegt, erfasst es die Nervenimpulse des Trägers und synchronisiert diese mit einem Servomotor, der eine maximale Leistung von mehr als 50 Pferdestärken erlaubt. Modernste Schockabsorber reduzieren den vom Träger gefühlten Rückstoß auf null. Geil. Technische Spezifikationen, maximale Leistung und so weiter und so fort. 5,5 Kilo. Easy going. Oh, cooles Ding. Ah. Mann, lass dich nicht so hängen, Kumpel. Okay. Ich glaube. Wart's nur ab, Jack. Zoe kommt mit mir. Ich glaube, der Bossfight, der ultimative Bossfight steht unmittelbar bevor. Zoe! Krass, wie wir das Haus umgebaut haben, ey. Heftig. Krass. Zoe! Zoe! Wach auf! Wach auf! Bist du noch ein tollwütiger Hund? Wird dein Leid beenden? Weißt du dir? Jetzt nicht gerade wirklich dazu, das Ding aufzuladen. Damit man halt wirklich die ganze Zeit irgendwie durch die Schläge ja so ein bisschen stunnen muss, damit er in die selber hier eine Kohle hebt. Ah, so ein Dreck. Ein Abschied von der Familie, Bruder. Sorry. Sorry. Halt durch. Gleich geht's dir besser. Zoe! Zoe! Wach auf, Zoe! Joe? Was ist los? Geht's dir gut? Mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Es ist jetzt vorbei. Los, 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 los! Stehen bleiben! Die Hände hoch! Runter! Waffen runter! Waffen runter! Ist okay. Sie sind wohl Zoe Becker. Wer fragt denn? Chris Redfield. Wir haben nach Ihnen gesucht. Wir helfen.
Ja, okay. Und wieder ein großer Auftritt von Chris Redfield. Der für Umbrella hier ist. Ihnen wird es gut gehen. Ach, guck mal, Klamotten hat sie auch wieder. Ich war 3 Jahre mit diesen Monstern eingesperrt. Alle wollten mich umbringen. Unglaublich, dass es vorbei ist. Hör mal. Tief im Innern waren sie noch deine Familie, die dich liebt. Besonders dein Daddy. Selbst in seinen letzten Tagen. Wir haben sie. Taffes Mädchen. Ja, natürlich. Moment. Jemand möchte sie sprechen. Zoe. Zoe, bist du da? Du bist das. Ich glaub's nicht. Du hast es geschafft. Das haben wir beide. Hast du mich nicht vergessen? Ich sagte, ich schicke Hilfe. Und ich halte meine Versprechen. Danke, Ethan. Ich möchte kotzen. Ja, okay. Nice. Aber hey, war ein sehr, 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 sehr geiles DLC. Mir hat's gefallen, ich hoffe euch hat's gefallen, irgendwie, wenn ihr Bock habt, irgendwie haut's in die Kommentare, lasst ein Like da, ne, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal, wenn ihr Lust habt, irgendwie unterstützt euch ein bisschen, uns ein bisschen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.